Şu ateşler. Şu ateşler. Ali abi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hallo meine Lieben, hier habe ich ein Gebäude mit mehreren Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf. Teilweise möbliert mit Elektrogeräten, Durchlauferhitzer und so weiter. Teilweise ohne alles. Ohne alles kostet es 119.000 Euro. Und mit allem und Möbeln 135.000 Euro. Aber ich sage euch auch gleich, warum die so teuer sind. Erstens, nagelneu. Nagelneu heißt, ihr habt 5 Jahre Garantie auf die vom Bauträger. Man muss laut Gesetz 5 Jahre Garantie geben. Zum Beispiel, wenn irgendeine Wand auf einmal feucht ist oder rein Risse bekommt oder der Balkon, die Balkonbrüstung wackelt total gewaltig und so weiter, und solche Sachen sind mit dieser gesetzlichen Pflichtgarantie von 5 Jahren abgesichert. Das heißt, bei gebrauchten Sachen, wo ihr das dann nicht habt, ist das natürlich nicht so toll. Und bei neuen Sachen habt ihr es. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Denn es gibt ja auch nagelneue Sachen für 79.000 Euro. Und jetzt kommt gleich der Hauptgrund. Ja. Ich hatte dieses Objekt schon mal rein und ein paar Stück sind verkauft worden. Aber wir haben noch 5 Wohnungen noch frei. Ihr werdet es gleich sehen. Diese ist die ausgestattete Version. Ja, aus diesem Grund. Und jetzt kommt das Besondere. Wir sind nicht direkt an der D400. Die D400 ist wie eine Autobahn. Ja? Da fahren am Tag tausende LKWs vorbei. Und wir sind aber hier nicht direkt an der D400, sondern dieser Park von dem Hotel ist dazwischen. Und unser Pool ist dazwischen. Und links daneben ist Migros. Und ein Restaurant und ein paar andere Geschäfte. Und rechts haben wir eine schöne Bäckerei und viele andere Sachen. Und wir sind im Stadtteil Kargocak an der Grenze zu Mahmudlar. Und man hat es ganz nah zum Strand, wie ihr sehen könnt, und zum Beach Club. Und wenn man rechts mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren würde, rechts hinter, kommt man direkt ein paar Geldautomaten vorbei an Mahmudlars Geschäfte, Restaurants, Banken, Apotheken und so weiter. Also ihr habt diese mega geile Aussicht und dazu noch alles, was das Herz begehrt, zum Einkaufen, zum Leben und so weiter. So, jetzt schauen wir uns nochmal alles in Ruhe an. Ihr habt auch einen Gemeinschaftsparkplatz, ihr bekommt einen RFID-Chip für das Tor, und falls er voll ist, hat man dann direkt daneben auch noch viele Parkplätze. Ja, hier die Version ohne alles, also auch ohne Durchlauferhitzer. Da, wo die Kabel rausschauen, da würde der Durchlauferhitzer hinkommen. Die Dusche ist eigentlich schön und auch nicht unbedingt klein. Und hier eine Version mit diesem Schlafzimmer. Die Vorhänge sehr schön. Und hier das Ganze mal, dass ihr seht, wie es von Weitem ausschaut. Dann seht ihr auch gleich den Zugang zu Richtung Mahmudlar. Dann den Zugang rechts zu den Villen Richtung Kargocak. Und da ist dann auch eine sehr große Bäckerei mit Vollkornbroten und so weiter. Also wirklich eine sehr schöne Gegend. Das hängt natürlich auch wieder von euch ab, ob ihr die Gegend mögt oder nicht. Das müsst ihr wissen. Aber als Beispiel, ich tue euch jetzt mal einen Ständer verursachen. Okay, den Frauen halt was anders. Stellt euch mal vor, ihr kauft jetzt hier eine 1+1 Wohnung. Da habt ihr diesen geilen Pool. Dann seid ihr nicht direkt an der D400, sondern habt ein bisschen Abstand. Natürlich hört man trotzdem Autos. Natürlich hört man trotzdem LKWs. Aber viel weniger, als wenn man direkt an der D400 wäre.
Und das, was euch jetzt erregen soll, ist, jetzt stellt euch mal vor, keine Ahnung, als Beispiel, ihr werdet alleine oder als Pärchen, dann kauft ihr diese Wohnung für 119 oder wie ihr wollt, wenn ihr die Ausstattung sowieso gut findet, dann halt für 135. Vor Ort könnt ihr natürlich mit den Hausbesitzer oder Verwalter quatschen, wie es euch passt, wie ihr wollt, was ihr haben wollt, was ihr nicht drin haben wollt oder ihr wollt alles selber machen oder was auch immer. Je höher, desto teurer ist es übrigens. Duplex und so weiter sind schon alle verkauft. Es ist überall leider so, was heißt leider, es ist halt nun mal so, wenn man Erdgeschoss hat, wird es günstiger, wenn man weiter rauf geht, wird es teurer, wegen der Aussicht vor allem. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt da jetzt was gekauft, ja, und habt schnelles Internet, gibt es hier sowieso, dann habt ihr halt ein geiles Leben, rechts Bäckereien, links andere Geschäfte, Restaurants, dann läuft ihr nach Hause, nach getaner Arbeit, oder nach getaner Arbeit, damit meine ich Brötchen kaufen, Brötchen holen, und dann geht ihr nach Hause, entspannt und frühstückt, oder geht dann zum Pool. Was für ein Leben, ja. Und dann könnt ihr euch auch noch überlegen, ach Schatzi, komm, wir tun heute am Balkon frühstücken, ja. Und dann frühstückt ihr am Balkon und dann sagt dein Schatzichlein, ach komm, lass uns heute zum Strand rüberlaufen, rüberlaufen, versteht ihr? Eine Lebensqualität ist das hier in Alanya, ich sag's euch, oder in der ganzen Türkei. Ey, stell mal vor, ich würde in Deutschland leben, dann würde ich dann zu meiner Freundin sagen, Schatz, hast du Lust, wir gehen ein bisschen im Stadtpark spazieren. Dein Schatzi sagt dann, ja, aber gehen wir den Weg, weil da rechts sind immer diese Penner, die einen belästigen, wo es nach Urin stinkt und überall Bierflaschen rumliegen. Können wir dann den Weg gehen? Ja, okay, machen wir. Ach shit, jetzt regnet es ja. Ach shit, wir sind ja in Deutschland, habe ich ganz vergessen. Ach Mensch, wären wir doch in Alanya und hätten diese Wohnung damals gekauft und hätten diese Lebensqualität. Stell dir mal vor, du kannst dich fragen, gehen wir, Schatzi, gehen wir heute in den Pool oder gehen wir an den Strand? Wie möchtest du es haben, meine Liebe? Und dann Schatzi sagt, ach mein Schatz, du hast mir sowas Wunderschönes gekauft und du hast mir die Möglichkeit gegeben zu entscheiden, wie ich es haben möchte und topmodern und ich kann es mir überlegen, Strand oder Pool. Mensch, hatten wir damals ein asoziales Assi-Leben in Deutschland wie 99% der Bevölkerung. Ja? Was heißt 99? 99,99,99 haben dann vielleicht ein Pool, wenn überhaupt. Ja? Und dann noch sagen zu können, und da vorne ist der Strand. Alter, das kannst du nicht mal erträumen. Ja? Das kannst du nicht mal erträumen. Und dann gibt es noch Türken, die leben noch in Deutschland. Ey, Mensch, ihr könnt auch noch Türkisch, ja? Ihr könnt auch noch Türkisch sprechen und lebt noch in Deutschland. Ihr habt es viel einfacher als viele meiner deutschen Kunden, die nicht mal Türkisch können und die trotzdem hierher kommen, alles liegen und stehen lassen. Ja, aktuell ist das sowieso. Also ich muss euch wirklich vorwarnen, ja, wer noch länger wartet, also der hat dann erstens mal kein Geld mehr, zweitens darfst du dann bestimmt nicht mehr raus und drittens, bei mir laufen die meisten Käufe ja über Überweisung, ja. Wie willst du dann, dann darfst du nicht mal überweisen, es gibt ja jetzt schon Schwierigkeiten. Also es schaut sehr schlecht aus, wer noch länger wartet, ist schon vorbei, Leute. Was heißt Angstmache? Das ist doch keine Angstmache mehr. Das ist doch keine Angstmache, das ist die Realität, Leute. Das ist die Realität. Da tun sie den Kompaktmagazin, tun sie das Kompaktmagazin verbieten. Ey, Leute, das war für mich ein total normales Blatt, nicht mal ein schlimmes Blatt. Was war denn schlimmer? Also Kompakt war ja fast schon eine normale Zeitschrift, fast schon, ja. Mit mehr Wahrheiten als diese normalen öffentlich-rechtlichen Dinger da. Dass sie sowas sperren, also das ist wirklich sehr, sehr... Ey, eigentlich müsstet ihr schon lange auf die Straße. Ich sag's ja immer wieder, ich will nicht sagen... Ich will nicht sagen, dass ich denke, ihr habt es nicht besser verdient, wenn dann die Bomben fallen, ja. Ich will nicht sagen, ihr habt es nicht besser verdient, wenn ihr weiter versklavt werden sollt und alles enteignet wird
und ihr dann nichts mehr besitzen werdet, in euren 15 Minuten Städte da nur noch die und die Pflanzen dann sieht, ihr werdet dann richtig im Kopf verkreist und dann werdet ihr alle sowieso krank gemacht. Also ich sehe es schwarz für euch, aber ich will echt nicht sagen, ihr habt es nicht besser verdient. Würde ich nicht sagen, weil sie haben das ja auch so hingebogen, dass ihr das so denken sollt. Ne, aber trotzdem, warum sind denn trotzdem viele wach? Warum tun viele trotzdem sich dagegen wehren? Oder ich zum Beispiel, habe das ja schon seit Jahren gesehen, deswegen habe ich ja noch meinen Militärdienst noch schnell gemacht in der Türkei, um dann ordentlich hierher kommen zu können, ohne Probleme haben zu müssen. Ja? Bezahlt habe ich es gemacht übrigens. 2007 in Burdur. Ja, meine Lieben, alles zu spät. Ich sag nur, ihr könnt es so schön haben und jetzt seid ihr irgendwelche Grinser, die von Bierfest zu Bierfest torkeln. Irgendwelche Grinser, die dann sagen, ach, heute gehen wir zum Italiener. Ach, der ist ja gar nicht mehr da, der ist abgehauen. Oder zum Griechen, ach, der ist nach Griechenland zurück, der kann hier die Pizzaöfen nicht mehr bezahlen. Ja, die Gasrechnung nicht mehr bezahlen. Jetzt muss er mit Windkraft den Pizzaofen betreiben. Entschuldigung. Okay, ich habe ein bisschen wieder übertrieben, aber meiner Meinung nach war alles wahr, was ich gesagt habe. Ja. Ich meine, ganz einfache Sache. Könnt ihr euch fragen, heute Pool oder Strand? Zu Fuß, gell? Zu Fuß. Ja. Nein? Ja gut, ich kann's jeden Tag, ja, jeden Tag. Und kostet mich nicht mal was. Ja? Kostet mich nichts. Und falls ich noch in ein Auto einsteigen müsste, mit einem Auto das erreichen könnte, wenn zum Beispiel jemand in Oba wohnt in den Bergen oder in Mahmoud in den Bergen, das ist auch noch akzeptabel. Ja? Aber ich kann mich noch erinnern, in Deutschland, ja, wollte ich mit meinem Sohn, der mich dieses Jahr wieder besucht, da freue ich mich schon drauf, der ist ja schon 17, in Nürnberg, da musste man immer nach Fürth fahren zum Further Mare, also im Winter. Das war ein beheiztes Wellenbad. Lauter Assis drin, ja Mensch, ihr müsst mal eure Kanaken mehr unter die Fittiche nehmen. Aber nicht nur die Ausländer, auch die Deutschen müsst ihr mal, die deutschen Jugendlichen müsst ihr auch mal unter die Fittiche. Alle sind scheiß erzogen, ja. Okay. Ich habe neulich fast wieder geheult, weil ich an meine Schulzeit gedacht hatte. Und so in der 6. Klasse, 5. Klasse. Und mein Kumpel, der hieß Stefan, der hatte halt Übergewicht. Ja? Der hatte halt Übergewicht. Und ich schwöre euch, jeden Tag nach der Schule hat irgendein anderer Jugendlicher auf ihn gewartet, um ihn zu fotzen, ja? Um ihn zu schlagen. Ja? Ich bin dann immer, habe es versucht, dazwischen zu gehen, weil gegen mich hatten komischerweise viele nicht, obwohl ich da auch ein paar Mal Probleme hatte, aber nicht so oft wie der Stefan. Ne? Und der hat mir so leid getan, also echt, keine Ahnung, ob der das hier mitkriegt oder nicht. Also Stefan, es tut mir wirklich leid, was damals, und es waren deutsche Kinder, ja, weil es ja jetzt immer heißt, die Ausländerkinder, ja gut, das ist genauso scheiße, das ist absolut scheiße. Und wenn du dann den Lehrern was gesagt hast oder den Eltern, ach, ist das doch Jugendliche, ist das doch Kinder. Hey, nein, das war jeden Tag Todesängste waren das. Ja. Das hat mir echt leid getan. So im Nachhinein denke ich mir, was waren das nur für Scheißgestalten? Ja? Scheißgestalten. Scheißjugendliche. Ja? Mensch, na echt, das tut mir wirklich im Herzen leid. Und ich würde gerne jetzt im Nachhinein mit ihm tauschen, um ihm das wegzunehmen. Das war richtig brutallos, die halt zeigen wollten, ich bin stärker. Mann, er hat auch euch gar nichts getan. Ja? Stefan Müller hieß er. Also Leute, ich sag euch, das war, die Schule ist was bestialisch abartig Schlechtes. Ja? Also so wie ich es erlebt habe, war es bestialisch abartig Scheiße. Ja? Naja, egal. Jetzt bin ich ja nicht mehr dort. Und hier ist es ja, soll es ja nicht so schlimm sein. Ich sehe es ja, wenn ich manchmal ein paar Schulen nach Schulschluss vorbeifahre, die Kinder gehen dann lachend raus, aber gibt es bestimmt hier auch. Also bitte, ich will nicht alles hier immer super hinstellen. Aber dass halt hier in Allan ja fast jeder einen Pool hat, das ist halt nun mal so. Also fast jeder, 99% hat hier einen Pool. Ja?
Ich habe auch noch einen Inderpool und einen Kinderpool und Rutschen und alles, verstehst? Und die Menschen, die Bevölkerung in Deutschland hat halt einfach keine Ahnung, wie man leben kann. Die hat keine Ahnung, was Lebensqualität ist. Die hat keine Ahnung, was gutes Essen bedeutet, was gesundes Essen bedeutet. Keine Ahnung, die haben einfach keine Ahnung. Ich habe hier wieder neulich Deutsche mitbekommen, wo ich froh bin, dass meine Frau nicht geisteskrank ist. Ja? Denn wenn du da so, es sind ja nicht alle deutsche Frauen so, zum Glück. Ja, zum Glück, es gibt tolle deutsche Frauen auch, aber ich habe wieder welche mitbekommen, die ohne Grund irgendwelche Probleme suchen, die ohne Grund irgendwie meinen Stress zu haben. Das ist echt übelst. Ihr tut mir alle so leid. Es ist vorbei. Germany is finished. Ihr seid kaputt gemacht worden. Ja? Und, aber ihr lässt euch auch nicht helfen und ihr wollt auch nicht euch helfen lassen und ihr denkt auch, ihr habt recht, ein Scheißdreck habt ihr, ihr seid geisteskrank. Ja? Entschuldigung, lebe ich am Pool, lebe ich am Strand oder ihr? Ja? Ich habe mir diesen Weg hart erkämpft, ja? Durch Fleiß, durch anständiges Arbeiten, durch Vertrauen schaffen, durch gegenseitiges Vertrauen, durch Freunde, also meine Kunden sind, meistens sind ja meine Freunde, und die wieder gegangen sind, weil sie was gemietet haben. Ich habe immer gesagt, kauft euch was, ja. Und ich habe das nicht gesagt, um euch was zu verkaufen, sondern wer nur hier was kauft, ist frei. Ja, wer nur was mietet, der ist wie in Deutschland halt, ja. Bist der Sklave für immer. Ja, viel durcheinander geredet. Also, wer hier zu lang möchte und ein schönes Leben haben möchte und nicht vergessen, bei der Aussicht versteht man locker den Preis. Ja. Sonst hätte ich auch, ich habe auch günstigere Sachen für euch, wenn ihr wollt. Ja. Okay, liebe Grüße, bis zum nächsten Video.